Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. So, wir haben das Mobilheim so weit schon aufgeräumt, alle Möbel kaputt geklopft, kurz und klein, ja, weggebracht. Jetzt sind nur noch die Teppiche, ja, ein wenig Holz, aber morgen noch wird alles auf dem Hänger aufgeladen und dann ist hier picobello sauber. Ja, die Linoleum vom Boden haben wir schon entfernt. Ja, die Decke haben wir von vorne bis nach hinten komplett neu isoliert. Wir haben auch mal ein paar Stück erneuert von der Decke. Die Platten hier waren drei Dachluken. Einmal hier über die Küche, dann im Flur und im Bad. Aber da hat ja, glaube ich, Dachdecker gemacht. Mit der Pappe da, mit der Tele, und die war immer noch undicht, ja, und das haben wir alles, diese Stellen beseitigt, ja, vernünftig isoliert. Da kommt ja sowieso ein neues Dach oben drauf, ja, die Außenfassade, so wie ich gesagt habe, aber da zeige ich in den nächsten Filmen, da haben wir noch Zeit. Wir haben aber alles schon bestellt. Er kommt, glaube ich, in 3 bis 4 Wochen sind die Fenster hier und die Außenfassade. So, jetzt haben wir schon die ganze Wasserleitung gemacht. Warmes und kaltes Wasser, Abfluss haben wir gemacht, plus noch im Bad. Da kommen noch neue Toilette und das machen wir, den Rest wird dann nur zusammen verbunden, fertig aus. Aber diese Boiler, was ich hier habe, ist ja, da ist ein Hybrid Warmwasserboiler, 30 Liter, kann man ihn erwärmen auf 70 Grad. Ich hoffe, dass das für 3 Personen reicht. Ich dusche normalerweise zu Hause, also Wasser läuft ja die ganze Zeit, aber hier muss ich mir das abgewöhnen und ja, halt eben mit dem Wasser etwas sparsamer umgehen. Also der Boiler hat ja, kann man unten sehen, hat ja eigene MPPT-Regler. Da werden ja 2 Solarpaneele, also insgesamt 700 Watt Peak angeschlossen, soll ja bei schönem Wetter das Wasser in 3,5 Stunden auf 70 Grad aufwärmen. So, und dann über Nacht ist das natürlich, ist dann das Hybrid, wird ja über dem Wechsellichter auf 230 Volt laufen. So, dass man, wenn man morgen früh aufsteht, ist das Wasser wieder heiß. So, ja, also die Leitungen, ja, in der Decken, da haben wir auch schon Kabel verlegt, ist schon alles soweit, die sind alle soweit fertig. Da kommen ja Strahler an der Decke rein, so überall, also im Schlafzimmer, in einem kleinen Zimmer, im Bad, hier im Wohnzimmer, plus hier im Wohnzimmer nochmal indirekte Beleuchtung, also einmal rumherum. Da, wo ich jetzt bin, kommt die Küche, so wie es war. So, wir fangen ja, wenn wir ein wenig Zeit haben, immer wieder tun wir was. Und morgen habe ich ja Kunden. Wir müssen Luftfederung einbauen, aber das ist halt eben ein Klacks. Und wird das schnell fertig, so dass ich ja erstmal mit dem Strom anfangen kann, also erstmal 230 Volt, ja, im Bad hier, im Wohnzimmer, da kommt die Waschmaschine, hier kommt ja Spülmaschine und Backofen, aber so kleine Backofen, ich kaufe mir ein vernünftiges Grill, habe ich gesehen, boah, so ein Oschi, also da freue ich mich jetzt schon. So, und dann, was noch, ja, wie Herd, ja, Induktionsplatten kommen ja drauf, also 3 haben wir schon gesehen, die haben wir ja markiert und dann wird das halt eben bestellt, aber das, so weit sind wir noch nicht. So, erstmal
ja, dann Kabel nach vorne, weil da kommt die Luftwärmepumpe, einmal kühlen, einmal heizen. Die kommt ja so schön hier über das Fenster, so dass man ja nach hinten warm hat oder auch Kühlung. Und in dem kleinen Badezimmer kommt ja Infrarotheizung, so kleine habe ich schon bestellt. Tolle Sache, wirklich. Läuft ja einmal frei, verbraucht ja ungefähr sind 300 Watt, verbraucht ja so um die paar 25 Ampere, sagen wir mal. So schon hochgerechnet. Oder 30. So. Liebe Campingfreunde, zeige ich erstmal ein paar Fotos, wie ich den gekauft habe. Ja, da kommt man rein, da hat nicht gestunken. Ja, die Möbel natürlich, aber kurz geschnitten und klein und weggebracht. Kommt alles natürlich neu. So, liebe Campingfreunde, das ist wieder alles, was ich zeigen wollte. Jetzt zeige ich mal erstmal die Fotos und dann bis bald.